Geehrte Geschwister, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Wir alle sind erfüllt von Schmerz, von Trauer und Wut aufgrund dessen, dass in Hanau vorgestern ein rechtsextremistischer, antimuslimischer Terroranschlag verübt wurde. Und das sind die Gefühle, die uns jetzt begleiten. Allesamt berechtigt. Auch Frank-Walter Steinmeier hat gestern in Hanau vom verspürten Zorn geredet. Und wir teilen diese Gefühle mit den Hinterbliebenen, der Familien, der Freundeskreise und der Nachbarschaften, unabhängig auch von ihrer Religionszugehörigkeit. Und genauso trauern wir auch um alle Getöteten, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, denn dies ist in unserer menschlichen Natur. Damit hat Allah Ta'ala uns erschaffen, geehrte Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er verspürte auch Trauer, Huzn in Bezug auf seinen Onkel und in Bezug auf seine Mutter sallallahu alaihi wasallam. Und Allah Ta'ala, er sprach auch diese Gefühle im Koran an, als er sagte: "Innaka la tahdi man ahbabt." Zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Du vermagst nicht denjenigen zurechtleiten, den du liebst." Wenn wir uns die Koran-Kommentare auch anschauen, dann wissen wir, dass sich dies auch auf den polytheistischen Onkel des Propheten bezieht, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sprach auch, sallallahu alaihi wasallam, auch diese natürliche Liebe ansprechend: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Keiner von euch hat eine vervollständigte Überzeugung, bis ich ihm lieber bin, ahab, als sein Kind oder sein Vater, ja, seine Mutter, die Eltern oder alle Menschen insgesamt. Und Ibn Qayyim, er kommentierte diesen Hadith auch dahingehend, dass hier auch die natürliche Liebe adressiert ist. Und der Koran spricht auch davon, dass er nicht nur zwischen den Ehegatten, zwischen dem Muslim und potenziell der christlichen oder jüdischen Ehefrau, er spricht also diese Konstellation, oder diese Konstellation ist auch in den Worten Allah Ta'alas enthalten, als er sagte: "Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Nicht nur zwischen dem Ehepaar, sondern auch zwischen beiden Familien. Denn Kum bezieht sich in der arabischen Sprache auf die Mehrzahl, die von drei auf hochgeht. Nicht auf das Dual, was es im Arabischen auch gibt, was es in der deutschen Sprache nicht gibt. Das heißt, zwischen den Familien, und seien sie auch muslimisch, christlich, muslimisch, jüdisch, vermag auch Liebe und Barmherzigkeit zu existieren. Und so sagte der Prophet auch, sallallahu alaihi wasallam, Ibn Hajar hat diese Worte als Hasan eingestuft: "Ahib lin nas ma tuhib li nafsik takun musliman." Ja. Liebe das für die Menschen, was du für dich selbst liebst, und so wirst du ein würdiger Muslim sein, ein richtiger Muslim sein. Geehrte Geschwister, jede Religionsgemeinschaft hat für ihre Religionsanhänger bestimmte Riten vorgesehen. Und mit dieser Selbstverständlichkeit, geehrte Geschwister, bitten wir auch für die muslimischen Verstorbenen, Allah möge sie auch als Märtyrer zählen, denn sie sind nicht einfach so attackiert worden, geehrte Geschwister. Für unseren Bruder Ferhat, unseren Bruder Bilal, unseren Bruder Gürkan, unseren Bruder Hamza, unseren Bruder Said, unseren Bruder Fatih, unseren Bruder Muhammad und unseren Bruder Sedat, das waren die Namen gewesen, die ich
recherchieren konnte. Wer noch einen weiteren Namen beitragen kann, so bin ich sehr dankbar für diese Information. Wir bitten für Sie, wie auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für frisch Verstorbene gebetet hat. Genau, falls Sie ein Journalist sind, dann sprechen wir nach dem Freitagsgebet. Und ich bitte Sie, das zu respektieren, was wir hier an Gottesdienst haben und die schriftlichen Notizen zu unterlassen. Und als Muslim macht man keine schriftlichen Notizen während des Freitagsgebets. Und das Freitagsgebet wird übrigens auch, wie Sie sehen können, aufgezeichnet. Alhamdulillah. Und ich kann Ihnen gerne meine schriftlichen Notizen zukommen lassen. Das ist eine liebevolle Botschaft. Nur, falls Sie jetzt als Journalist hier wären, dann würde ich das als Affront wahrnehmen. Ja? Dankeschön. So was kündigt man vorher an, geehrte Geschwister. Subhanallah. Nicht, dass ich überrascht bin. Denkt nicht, dass ich überrascht bin. Aber es trifft dennoch. Subhanallah. Es trifft dennoch. Wir bitten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat für frisch Verstorbene. Sinngemäß: Ya Allah, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O Allah, bitte lasse die Getöteten in Hanau Shuhada sein. O Allah, bitte vergib ihnen. O Allah, bitte erhöhe sie um Stufen mit denen, die Rechtleitung empfangen haben. O Allah, sei ihr Helfer und Sachwalter, was all ihre zurückgelassenen Angelegenheiten anbelangt. Vergib uns und ihnen, ja Allah, vergib uns und ihnen, ja Allah, und weite ihnen ihr Grab und erleuchte es ihnen. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. 1000 Razzien, geehrte Geschwister. 2700 Objekte, die untersucht wurden. Ja? 2200, die auch sofortig zugemacht worden sind. 8000 Verwarngelder. 400 Festnahmen. 1200 und Strafanzeigen. Eine Politik der 1000 Nadelstiche, O-Ton. Immer wieder wird kontrolliert. Sogar die Chefs, die Anführer, sie riskieren keine dicke Lippe mehr. Das ist O-Ton, Innenminister. Und die Verhaftung von Chefs, die kann durchaus disziplinierend wirken. Ihr wundert euch aufgrund meines zynischen Tons, denn leider sind diese Zahlen nicht in Bezug auf den Rechtsterrorismus in Deutschland zu zitieren, sondern hier ging es um Menschen, die im Kontext als Türken und als Araber, als türkische und arabische Clans dargestellt worden sind. O-Ton vom Fokus: Was hat denn die Bekämpfung der vorwiegend türkisch-arabischen Clans gebracht? Da frage ich, warum muss man denn überhaupt Clans bekämpfen? Schlagt mal das Wort im Wörterbuch nach. Ja? Das ist ein Familienzusammenhalt. Wollen wir türkisch-arabischen Familienzusammenhalt bekämpfen? Was eigentlich gemeint ist und gemeint sein sollte, weswegen man auch solche irreführende Sprache, weil sie kriminalisiert, zurückweisen sollte, muss. Man meint, ja, was, wie haben wir denn jetzt Kriminalität bekämpft? Und der Kriminalität muss man dann keine Herkunft geben. Und da, wo man das tut, ja, ohne dass es was zur Sache beiträgt, war das nach den vorherigen Vorgaben des Deutschen Presserats auch ein Verstoß gegen die Berufsethik. Ja. Das ist das, was wir jetzt erwarten. Wir erwarten diese Zahlen, diese Qualität, wenn man es überhaupt Qualität in diesem Zusammenhang nennen möchte. Aber wir sind alle gegen Kriminalität. Das erwarten wir jetzt. Wir erwarten Verhaftungen in die Hunderte. Wir erwarten, dass Tausende von Objekte überraschenderweise besucht werden. Wir erwarten Verwarngelder. Wir erwarten Anzeigen in die Tausende. Das ist jetzt unser gutes Recht.
Und das ist die Pflicht eines jeden Sicherheitsapparats. Denn wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen. Olaf Scholz, unser Vizekanzler. Was wir auch erwarten, es gilt zu klären, ob Sicherheitsbehörden, im Speziellen der Generalbundesanwalt, die Generalbundesanwaltschaft, ob sie Mitverantwortung trägt für das, was vorgestern in Hanau passiert ist. Warum? Tobias Rattjen reichte bereits am 6. November eine 19-seitige Anzeige ein. Und die Frage ist, thematisierte er dort auch den Doppelschlag und den Krieg? Weil aus der Presse ist zu entnehmen, dass sich die Inhalte dieser 19 Seiten zu weiten Teilen auch mit dem abdecken, was in einem 24-seitigen, in einer 24-seitigen Abhandlung, die ich gestern gelesen habe, die ich gestern Morgen früh gelesen habe, verkündet hat. Und irgendetwas wird versucht zu vertuschen. Das definitiv. Das ist hier Stand 12 Uhr. Sie bestätigen den Eingang dieser 19-seitigen Anzeige und leugnen aber, dass dort rassistische Ausführungen enthalten sind. Und der Journalist Herr Müller-Töwe, er sagt, da sind rassistische Abhandlungen enthalten. Noch nicht Vernichtungsfantasien, aber möglicherweise genug, um zu prüfen, ob Herr Tobias Rattjen seine Waffenbesitzkarte hätte nicht überprüft bekommen müssen. Und das ist nicht zu viel verlangt, geehrte Geschwister. Vor 2 Jahren durfte ich mich mit dem LKA Hessens und dem Ordnungsamt hier in Frankfurt auseinandersetzen, weil das Ordnungsamt einem Bruder, der nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber ich habe es schwarz auf weiß in meinem Computer, vor 2012 den kleinen Waffenschein beantragt, den kleinen Waffenschein. Ja, so für Schreckschusspistolen etc. Nicht den großen Waffenschein. Und ihm wurde stattgegeben. Und so hat er eine Schreckschusspistole wohl gehabt, beziehungsweise den kleinen Waffenschein, um diesen haben zu dürfen. Und 2017, vielleicht war es jetzt auch 18, kommt das Ordnungsamt auf die Idee, und zwar auf Hinwirken des LKAs, des Landeskriminalamtes Hessens, dem Bruder im Nachhinein diesen kleinen Waffenschein zu entziehen. Mit der Begründung, dass er 2009 in dieser Moschee war. Was also beim Antrag 2012 schon längst bekannt war. Und da kratze ich mich am Kopf und schreibe eine lange Ausführung an das Ordnungsamt, wie auch an das LKA, die mich auch mit 2 Beamten aus Wiesbaden hier in Frankfurt besucht haben, um das aufzuklären. Ende der Geschichte, der Bruder hat heute noch seinen Waffenschein. Heute noch, seinen kleinen. Und man hätte sich entschuldigt, weil einige Formulierungen wären nicht ganz sauber gewesen, etc. Das bezeuge ich vor Allah Ta'ala. Das bezeuge ich vor Allah Ta'ala, geehrte Geschwister. In meinen Ausführungen an das Ordnungsamt und an das LKA, die auf Hinwirken des Verfassungsschutzes jeweils wirken, also Verfassungsschutz stößt das LKA an, LKA stößt das Ordnungsamt an, sage ich, wissen Sie, wie viele tausend Menschen wir hier in dieser Moschee hatten, auch Nicht-Muslime? Wir haben dokumentiert seit 2011 über 3000 nicht-muslimische Besucher hier in dieser Moschee. Wir haben allein bis heute für das Jahr 2020 entweder 14 oder 15 Moscheeführungen. Nächste Woche habe ich noch eine. Wir haben vor 2 Wochen haben wir innerhalb von 2 Tagen 7 Moscheeführungen hier gehabt. Und die Bürgermeisterin war 2009 hier. Und wir haben 2009 mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten zusammengearbeitet. Im Rahmen einer Imame-Fortbildung. Und da habe ich den geschrieben. Was bedeutet das denn für all die
Besucher unserer Moscheegemeinde. Da muss man ja eine Menge Leute anschreiben. Muslime wie nicht, Muslime gleichermaßen. Oder nicht? Jetzt könnt ihr sagen, und das sagen wir auch, Alhamdulillah, das ging doch mal gut. Ja? Warum ich das überhaupt erzähle, ist, um euch zu zeigen, dass offensichtlich einige Leute auch in Sicherheitsbehörden Grenzen überschreiten. Aus welchen Gründen auch immer. Und da müssen wir sehr wachsam sein, was unsere Rechte anbelangt. Und in diesem Zusammenhang haben wir ein Recht darauf, diese 19 Seiten lesen zu dürfen. Was hat denn der Generalbundesanwalt vor sich liegen gehabt, beziehungsweise seine Mitarbeiter? Eventuell hätte man diesen Mann nochmal überprüfen müssen. Und dessen Berechtigung für eine wirkliche Waffenbesitzkarte. Wir reden hier nicht von Schreckschusspistolen, geehrte Geschwister. Weil der Mann hat legal Waffen besessen. Legal. Wir haben also ein Recht darauf. Und ich fürchte, dass uns diese 19 Seiten vielleicht niemals vorgelegt werden. Ich fürchte darum. Warum? Die NSU-Akten, ja, da wo 9 Türken Rechtsterror zum Opfer gefallen sind, Verzeihung, 8. Der Grieche wurde übrigens auch von Opfern, von Hinterbliebenen der Opfer als eine Verwechslung wahrgenommen. Und eine Polizistin, offiziell, das sind die 10 Morde offiziell der NSU. Wisst ihr, wie lange die Akten, ich rede jetzt von denen, die nicht geschreddert worden sind, also nicht von den 310 mal 500 Blättern Akten, die geschreddert worden sind, allein vom Verfassungsschutz des Bundes. Nein, ich rede von den Akten, die noch übrig geblieben sind. Wisst ihr, wie lange diese Akten unter Sperre stehen? Unter Geheimhaltung? 120 Jahre. Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, geehrte Geschwister. Wisst ihr, was wehtut? Dass nach dem Mord Herrn Lübkes ein CSU-Politiker gefordert hat, ja, jetzt müssen wir nochmal an die Akten ran, oder? Um das nochmal neu zu untersuchen. Als ob 8 tote Türken, 1 toter Grieche und 1 tote Polizistin dessen nicht würdig gewesen sind. Wir wollen diese NSU-Akten haben. Wir wollen wissen, was 40 V-Leute rund um den NSU so getrieben haben und recherchieren konnten. Das wollen wir alles wissen. Und das ist unser Recht. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Geehrte Geschwister, viele Gefühle, die man jetzt durchmacht, viele Gefühle. Und ein Gefühl möchte ich jetzt auch offen adressieren, ansonsten tue ich meine Pflicht nicht. Rache. Muhammad al-Shaybani, rahimahullah, das ist der größte Alim der hanafitischen Madhab nach Imam Abu Hanifa, selbst. Und er schreibt, wenn eine Gruppe von Muslimen eine Stätte des Krieges betritt, also ein ganz anderer Kontext, und dabei sagt, wir sind Boten des Kalifen und ein gefälschtes Schreiben vorzeigt, ja, also Dokumente fälscht, in Kriegsgebiet hineinkommt als Diplomaten, die nicht an kriegerischen Handlungen teilnehmen und die auch nicht berührt werden dürfen, ja, genießen diplomatische Immunität, wie man das nennt. Wenn das also passiert, durch Täuschung ein Land zu betreten, ist es verboten zu ermorden, ist es verboten zu töten und ist es verboten, allein Besitz an sich zu reißen. Wenn sie zeigen, dass sie in friedlicher Absicht gekommen sind, so sollen sie auch danach handeln. Wenn sie Nicht-Muslime um Sicherheit baten und ihnen dies gewährt wurde, so müssen die Nicht-Muslime auch vor ihnen sicher sein. Alles, was auf Frieden hindeutet, soll auch so gehandhabt werden. Beispielsweise, wenn sie sagen, wir kommen als Händler. Ganz anderer Kontext. Es geht aber um die Vertrauenswürdigkeit des Muslims, der selbst in dem Land, welches gerade meinetwegen aus religiösen Gründen Krieg gegen ein muslimisches Land führt, nicht an kriegerischen oder gar kriminellen Handlungen teilhaben darf, ja, wie Töten und Diebstahl,
Wenn Vertrauen als Kontext gilt, ja, man ist Händler, man ist Diplomat, ja. Omar, wie Imam al-Shaybani berichtet, er sagte, radiallahu anhu, wenn ein Muslim auf einen Feind mit dem Finger zeigt und dabei zu ihm sagt, wenn du zu mir kommst, werde ich dich töten, und dieser daraufhin zu ihm kommt, so soll er ihn nicht töten. Ja, warum? Weil das war ein Symbol, kommen, und der denkt, ich soll einfach kommen, es geht um ein Gespräch. Selbst wenn er ihn sprachlich nicht belügt, aber er versteht vielleicht kein Arabisch, er hat vielleicht nur die Geste wahrgenommen, ja, dann ist es verboten, ihn zu töten. Wenn er ihn mit einem friedlichen Symbol zeigt, wenn er auf ihn mit einem friedlichen Symbol zeigt und der Feind dabei nicht verstand, was er zu ihm sagte, so soll er ihm Sicherheit gewähren. Ibn Humam al-Hanafi sagte auch, wenn der Muslim als Händler das Kriegsland betritt, so ist es ihm verboten, ihr Vermögen zu nehmen oder sie zu ermorden, denn durch die Sicherheit, die sie ihm gewährt haben, versprach er ihnen auch Sicherheit. Von daher ist der Abbruch seines Versprechens oder der Bruch seines Versprechens ihnen gegenüber ein Verrat, und Verrat ist verboten. Ja? Und das sagt er per Konsens aller Gelehrten. وَالْغَدَرُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَعَ. Und es gibt nichts Schwerwiegenderes als diesen Satz, geehrte Geschwister, was ein Gelehrter sagen kann. Er sagt Haram und dann nicht nur nach einer Auffassung, بِالْإِجْمَعَ. Ja? Es gibt keinen Gelehrten, der etwas anderes gesagt hat. Der Prophet sagte dazu, sallallahu alaihi wasallam, إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ إِبْنْ فُلَانِ. Für jeden Verräter wird am Tag des Gerichts, am Tag der Auferstehung, eine Flagge aufgestellt und es wird gesagt werden, das ist der Verrat von dem und dem. Ja, das ist der Verrat von dem und dem. Wichtiges ausgesprochen zu haben, geehrte Geschwister. Sehr wichtig. Das ist unsere religiöse Grundlage. Wir philosophieren nicht nur. Und es wäre auch das, ja, Rache zu üben in irgendeiner Form, wäre auch das, was gerade Rechtsextremisten planen. Vor genau einer Woche wurde es zum ersten Mal öffentlich, dass in Deutschland 12 Männer festgenommen worden sind, die Anschläge auf Moscheen vorhatten, um bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Da kommt noch was auf uns zu, geehrte Geschwister. Da dürfen wir nicht naiv sein. Wir hoffen auf das Beste. Aber wir müssen auch mit dem rechnen, was uns vorgestern in dieser Form zum ersten Mal ereilte. Interessanterweise, und das kann ich bestätigen, bis zwischen 9 und 12 Uhr, kein einziges Medium, und ich beziehe mit ein den Stern und Fokus und die Frankfurter Rundschau und den Spiegel und die Bild-Zeitung, haben über den Anschlag in Hanau in diesem Zusammenhang auch berichtet, dass erst eine Woche zuvor, 6 Tage zuvor, bekannt wurde, dass genau das der Plan ist von Menschen. Und dass sie deswegen festgenommen worden sind. Und gewissen Tatsachen müssen wir uns stellen, geehrte Geschwister. Und dazu zählt, dass Tobias Ratschien ein reiner Rassist war, aber die Komponente bei ihm am stärksten überwog, die antimuslimisch ist. Er hat, wenn ich richtig gezählt habe, 24 muslimische Völker, davon 19 beim Namen genannt, über die arabische Halbinsel sprach er einfach so. Ja, es sind aber 6 Nationen auf dieser arabischen Halbinsel. Ja, so 24 muslimische Nationen müsste man vernichten. Er ist kein reiner, ausschließlicher antimuslimischer Rassist. Er erwähnt auch Israel. Er erwähnt auch Laos und Kambodscha und Indien und Vietnam. Also auch Länder, die vornehmlich entweder atheistisch sind oder buddhistisch sind oder katholisch sind, wie die Philippinen, die er auch erwähnt hat. Aber die einzige Religion, die er in den 24 Seiten erwähnt, die ich gelesen habe am frühen Morgen und wo ich mich gewundert habe, wenn ich das in der Hand habe und ich bin kein Journalist,
Also ich habe mit einem fortgeschrittenen Anfängerinstrument es geschafft, an diese 24 Seiten zu kommen. Nicht durch irgendwelche Software oder Kontakte. Nein, einfach Recherche. Noch nicht mal so Computerrecherche, sondern so normale Recherche. Warum wird das nicht gesagt? Die einzige Religion, die er in diesen 24 Seiten erwähnt. Als destruktiv und überhaupt ist die des Islam. Ist die des Islam. Und darauf kommen wir später nochmal zurück. Und er spricht all diesen Menschen Existenzrecht ab. Nicht nur hier im Inland, sondern auch auf der ganzen Erdkugel. Und danach noch Südamerika und Mittelamerika und Nordafrika und Afrika. Und subhanallah, dieser Mann ist nicht. Ja. Aber wir dürfen uns nicht von seiner offenbaren Geisteskrankheit täuschen lassen. Dass er eben auch das war. Ein antimuslimischer Rassist, ein Rassist, ein Frauenfeind, ein Menschenfeind, ein Nazi, wie er über das deutsche Volk redet. Wir dürfen nicht in diese Falle fallen, die Strategie der AfD ist, weil labile Menschen, schwierige Worte auch teilweise von den Begrifflichkeiten, Geisteskranke, Menschen mit psychischen Krankheiten etc. Ja? Es gibt Millionen Wege, wie man diese geistigen Zustände leben kann, ohne dass man andere Menschen angreift. Aber irgendwo spiegelt er etwas von der Gesellschaft auch wieder. Das ist nicht in einem Vakuum entstanden, diese Person, dieser Wahnsinn, ja? Der von mehreren Milliarden spricht, die ausgelöscht werden müssen. Ja? Auch der deutsche Pass. Darum ging es ihm gar nicht. Ja? Nicht jeder, der heute einen deutschen Pass besitzt, ist reinrassig und wertvoll. Und eine Halbierung der Bevölkerungszahl kann ich mir vorstellen. O-Ton. Ja? Er hat auch den Irak- und Afghanistan-Krieg thematisiert, dass beide völkerrechtswidrig sind, waren. Ja? Das hat ihn nicht gestört. Er hat diese Kriege begrüßt, teilweise auch so als Übung, ja, damit eine Armee auch Erfahrung sammelt und in Übung bleibt. Dass der Afghanistan-Krieg völkerrechtswidrig war, gehört leider nicht zum Allgemeinwissen. Das könnt ihr aber dann auch selbst recherchieren. Die Mitgliederversammlung der neuen Richtervereinigung hat im Februar 2002 entsprechende Ausführungen gemacht, ja, dass der Afghanistan-Krieg ein völkerrechtswidriger Krieg ist. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Das sind Fragen, denen wir uns hier jetzt stellen müssen. Subhanallah, ich hab zwei Seiten nicht ausgedruckt. Ich werde versuchen, aus dem Gedächtnis zu sprechen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ja, es fehlen zwei Seiten, die ich nicht ausgedruckt habe. Khairan, inshallah. Ich werde mich sowieso noch schriftlich äußern. Geehrte Geschwister, ich war gestern in Hanau gewesen und habe mir die Reden des Bürgermeisters, Herr Kaminski, und des Innenministers Beuth und das und die Rede auch von Frank-Walter Steinmeier angehört. Ich habe mir mehrere Stellungnahmen auch durchgelesen. Die Stellungnahme der Stadt Frankfurt, des Rates der Religionen in Frankfurt, die Stellungnahme der Stadt Hanau, die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Beiräte, Hessen, wie auch weitere Stellungnahmen. Und habe mir verschiedene Medienberichte natürlich angeschaut und meine Notizen auch gemacht, die ich dann demnächst bald auch dann veröffentlichen werde. Herr Steinmeier sagte gestern, dass es eine Pflicht für uns alle ist, auf unsere Sprache zu achten. Denn die Sprache der Gewalt und der Herabwürdigung, sie bereitet dann eben auch der eigentlichen Gewalt den Boden. Und deswegen möchte ich mich in den letzten Ausführungen mit der Sprache
befassen. Wenn Bundesbehörden im Kontext des rechtsterroristischen Anschlages, des muslimfeindlichen rechtsterroristischen Anschlages in Hanau von einem fremden feindlichen Motiv sprechen, wenn der Stern vom Motiv der Ausländerfeindlichkeit spricht, wenn bei Schweigeminuten unsere Werte oder die Werte der Gastfreundschaft und der Toleranz angesprochen werden, dann läuft etwas sprachlich schief. Denn diese Morde vorgestern und dieser Realität müssen wir uns stellen, sie sind vorbereitet worden durch solche Sprache. Man kann nicht mit derselben Sprache den vorgestrigen Terror verurteilen, der zu diesem vorgestrigen Terror geführt hat. Fremdenfeindlich? Fremd? Sind wir immer noch fremd? Oder werden wir fremd gemacht? Ausländer? Unabhängig davon, ob wir die Staatsbürgerschaft haben oder nicht, wir sind Bürger. Und wir sind Deutsche im bürgerlichen Sinne oder auch im staatsbürgerlichen Sinne. Und dadurch, dass man erstmal den anderen erschafft, konstruiert und fremd macht, ja, das ist natürlich noch kein Mord. Vielleicht wollen mich auch einige falsch verstehen. Aber diese Fläche biete ich nicht. Aber es sind die ersten Stufen. Die ersten Stufen, die weiteres ermöglichen. Und diese Sprache beleidigt. Und es war der Sohn dieser Stadt, Johann Wolfgang von Goethe, der auch in privaten Briefen davon geschrieben hat, dass er sich in schwierigen Zeiten an den Islam hält, aber das ist eine andere Geschichte. Er sagte, tolerieren bedeutet beleidigen. Wir wollen also nicht toleriert werden. Und wir wissen auch nicht, was mit Gastfreundschaft gemeint ist. Sind wir hier Gäste? Jeder Gast muss mal gehen, wie ihr wisst. Ja? Auch im Islam gibt es eine dreitägige Frist, die abläuft eines Tages. Danach gibt es keine Verpflichtung mehr zur Gastfreundschaft. Sind wir Gäste? Sind wir Fremde? Sind wir Ausländer? Muss man uns tolerieren? Wie kann Herr Seehofer vorgestern Hanau besuchen? Oder gestern Hanau besuchen? Gestern Hanau besuchen? Und sich nicht entschuldigen dafür, dass er die Migration die Mutter aller Probleme genannt hat. Dafür, dass er an seinem 69. Geburtstag stolz verkündete, er hat 69 Afghanen an diesem Tag abgeschoben. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ja, und ihr kennt diese ganze Debatte, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Das alles speist solche Menschen. Das alles speist solche Menschen. Ich habe mich gefragt, warum ist er nicht in die Moschee gekommen? Warum ist er nicht in die Moschee gekommen? Ich sage euch warum. Das ist meine Vermutung und Allah weiß es am besten. Weil er sich einer Sympathie sicherer war, wenn die Opfer in einem Kiosk sind oder in einer Shisha-Bar oder in einem Wettbüro. Versteht ihr? Aber wir alle hätten dort sein können. Dieser Anschlag gilt 80 Millionen Einwohnern Deutschlands, Bürgern und Staatsbürgern, allesamt Menschen. Allesamt Menschen. Und das gilt es nach draußen zu tragen. Ich verstehe nicht, warum in keiner einzigen Stellungnahme von einer nicht-muslimischen Organisation das Wort antimuslimischer Rassismus oder Islamfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit oder anti-islamischer Rassismus Erwähnung gefunden hat. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum der Bürgermeister Hanaus gestern nicht das Wort Terror in den Mund nehmen konnte. Und warum er auch nicht das Wort Rechtsterror in den Mund nehmen konnte. Verstehe ich nicht. Herr Steinmeier allein hat von Terror gesprochen. Aber auch nicht vom rechten Terror. Ich weiß, der Spiegel sagt das. Aber ich war da gewesen und ich habe mir die Rede noch mal zweimal heute auf YouTube angehört. Er sagte nichts von rechts. Und dass es Terror war, darüber mussten einige Leute erst lange, 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 lange nachdenken. Da frage ich mich, was muss denn noch passieren? Ja? Dann ist, dass man es Terror nennt. Sofort auch beim Namen nennt. Was müssen die Journalisten denn noch lesen, bevor sie da eine Muslimfeindlichkeit attestieren, eine Islamfeindlichkeit attestieren?
Ja, und die kennt noch die Wortlaute, vermutlich und wahrscheinlich und offenbar und wir müssen noch dieses und jenes abwarten. Und das darf nicht passieren. Der Anschlag in München, der wurde erst mehr als 3 Jahre später als rechtsterroristischer Akt von den Behörden eingestuft. Ja, das konnte man über 3 Jahre anscheinend nicht richtig wahrhaben wollen. Doch, das ist jetzt Realität. Man will sie vielleicht klein halten, man will vielleicht nicht die 90er Jahre wieder aufflammen lassen, beziehungsweise die Erinnerung an die 90er Jahre. Aber wir haben ein Problem in Deutschland mit Rechtsterror, der hauptsächlich ein antimuslimisches Element in sich trägt. Und ich persönlich, ich möchte keine Beileidsbekundungen oder keine Stellungnahmen lesen oder hören oder Kondolenzbesuche wahrnehmen, wo das nicht beim Namen genannt wird. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, du bist Al-Hakim, du bist der Weise. Und wir haben gelernt, O Allah, dass das Schicksal stets für uns gut ist. Bitte lass uns unsere Lektionen lernen, O Allah. Bitte schenke uns in diesen prüfenden Zeiten Weisheit auf unserer Zunge, Geduld und auch Liebe in unserem Herzen. Schenke, ja Allah, den Verstorbenen die Shahada. Ja Allah, bitte lass ihren Tod nicht ungesühnt und auf dieser Welt. Und bitte lass uns Menschen die nötigen Lektionen daraus auch gelernt haben. O Allah, bitte lass uns von jeglicher verbotenen Rache absehen, O Allah. Helfe uns, die Menschen geduldig und weise und pädagogisch aufzuklären. O Allah, bitte helfe uns dabei, weiterhin Brücken sein zu dürfen und noch weitere Brücken bauen zu dürfen. O Allah, helfe uns, dass wir uns mit anderen unterdrückten Minderheiten auch solidarisieren und auch Fürsprecher für ihre Belange sind. O Allah, bitte stehe allen Hinterbliebenen bei, schenke ihnen deinen Trost, dein Licht, deine Versorgung, deinen direkten Beistand, O Allah, mittellos und deinen Beistand über zwischenmenschliche Wärme, O Allah, dass diese Menschen sich nicht alleingelassen fühlen. Allahumma Amin. Ja Allah, bitte schenke uns Sicherheit und bitte nimm aus unseren Herzen Verängstigung. Lasse uns unser Leben leben und wirken, O Allah. Lass uns keinerlei Ängste haben, beten zu gehen, einkaufen zu gehen, ins Restaurant zu gehen, in die Schule, in den Kindergarten oder sonst wohin zu gehen, O Allah. Helf uns dabei, ein würdiges Leben in Sicherheit leben zu dürfen, in äußerer und auch in innerer Sicherheit, O Allah. Wir vertrauen auf deine Weisheit und wir bitten all das von dir, was der Prophet Muhammad von dir beten hat, und wir suchen Zuflucht bei dir, vor allem auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Ja Allah, bitte helfe uns mit denen, die Nächstenliebe praktizieren und die sich solidarisieren, dass wir mit diesen Menschen zusammen eine bessere Welt schaffen, eine heilsame, eine harmonische Nachbarschaft erhalten und weiter ausbauen, O Allah. Und lass uns keine Fitna sein für diejenigen, die dieses Licht noch nicht erblickt haben, O Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Aqim as-salah.